nicht weiter, weil da Gravel überall liegt. Jetzt sind wir schon wieder bei 47er Höhe. Verdammt. Wir entfernen uns von der Tiefe, von der, wo wir ankommen wollen. Ist da irgendwo ein Creeper oder so? Oder kann da ein Creeper sein? Ich weiß es nicht. Ist übrigens sehr praktisch, dass sich das Gravel hier von alleine abbaut. Das freut mich ja, muss ich sagen. So, ich hole hier mal wieder das Holz weg. Aber nicht, weil ich zu faul bin, mir eigenes zu besorgen, sondern einfach aus dem Grunde, habe ich ja eben schon mal gesagt. Bessere Einsicht und so. Jetzt kommt so langsam jetzt kommen gerade die Themes von Minecraft. Finde ich ja sehr geil, dass wir die auch mal hören. Wie gesagt, die haben wir ja im Let's Play sonst eher weniger an bei. Und von daher finde ich das mal ganz nice. Hier ist sonst nichts. Da haue ich mal noch eine Fackel hin und mache mir gerade mal noch ein paar neue Fackeln. Jetzt sagen wir nicht, ich habe die Sticks zu Hause gelassen. Aber wir haben ja hier, Gott sei Dank. Zum Glück haben wir hier noch. Das ist gut. So, 52 Fackeln. Das ist doch auch wieder okay. Was ist denn das? Ach, ein Fred Feuerstein. Ah, okay. Ich weiß ja Bescheid. So, dann holen wir uns hier gerade wieder ein bisschen Kohle raus. So. Was ich mal ein bisschen schade finde, ist, dass die Minecraft-Lieder so selten kommen. Und wenn du dann die Xbox 360-Version von Minecraft spielst, kommen sie halt irgendwie 1000 Mal hintereinander und du kannst sie irgendwann nicht mehr hören. Finde ich ja ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Ich würde mir wünschen, wenn die ein bisschen häufiger hier gespielt werden. Ich weiß auch gar nicht, ob man die, Abspiel-Intervalle, sag ich mal, ob man die einstellen kann. Das weiß ich gar nicht. Aber da gibt es bestimmt auch irgendwie Möglichkeiten zu, weil es gibt ja mittlerweile für alles Möglichkeiten bei Minecraft. Hey! Penner! Was kommt da hinten? Da ist doch auch noch irgendwas, oder? Mann, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Hier wird es auf jeden Fall schon dunkler, habe ich das... Heieieiei, was willst du denn? Und hier schwimmt auch... Au! Penner! Wo gehen wir denn mal lang? Wir gehen mal hier lang gerade. Gut, das war eine gute Idee, denn hier ist nämlich nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir gleich auf den Spawner treffen, weil der ist schon wieder ziemlich nah. Aber wieder hier drüben. Ach, hallo. Moin. Guten Abend. So. Welche Richtung gehen wir? Gehen wir mal hier hin, wo das Skeleton herkam. Denn das ist auch eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Da geht es nämlich auch nicht weiter, das ist wunderbar. Und hier höre ich schon wieder einen Zombie. Alter. Nein! Oh, mein Gott. Ich weiß, ich habe mich gerade wieder wie Gronkh angehört. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das kann nur der Grund sein, dass ich mich anhöre wie Gronkh, weil ich seine verlorene Schwester bin. Aber mir ist gerade das Herz stehen geblieben, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Wo kam die alte Pussy denn her? Das war doch bestimmt der alte Heckenpenner, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Und da vorne kommt noch irgendwas angerannt. Den lassen wir mal herkommen. Wir gehen nicht zu dem. Der ist kein guter Umgang für uns, weißt du. Ach, guck mal da. Haben wir denn da schon wieder? Nein! Ma, ich wollte die Experience eigentlich sammeln. Aber so ist natürlich auch gut. Das heißt, ich renne hier mal gerade ein bisschen durch, mach mal hier ein bisschen Licht und renn wieder zurück. So, jetzt renne ich mal hier wieder hin. Alter, was ist das denn hier für ein Konstrukt? Heftig. Und renne hier mal runter und dann mal hier hin. Nur um zu gucken, dass da nichts ist. Sehr schön. Gehen wir mal hier weiter. Alter, der Creeper, ey, kommt der von hinten? Ich pack's nicht.
die Fackeln da auch jetzt hängen. Auch sehr lustig. Aber ich bin, was das angeht, echt so ein alter Schisser. Ich kann echt nie genug Fackeln setzen. Man hat ja eben auch wieder gesehen, warum. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der Creeper herkam. Aber er hat uns ja auch nicht weiter Schaden zugefügt. Ach, was willst du denn, sag mal? Hat man dir keine Manieren beigebracht, oder was? Boah. So, da holen wir uns die Kohle mal hier. Aber eben beim Kohleabbauen oder beim Eisenabbauen hat uns der Creeper auch gerade versucht, ein zweites Arschloch zu schießen. Wenn ich das mal so vorzüglich und freundlich ausdrücken darf. Und hier sind wir schon wieder im nächsten Gang. Toll. Ich holz hier mal gerade den Dingens weg. Ach Gott. Okay, erstmal in die Ecke drängen und dann weiteres Vorgehen besprechen quasi. Okay, ich höre Schritte. Die müssen irgendwo von hier gekommen sein gerade. Ich schätze mal hier drüber. Boah, bin ich froh, dass die Monster nicht graben können. Ey, das wäre ja echt heftig. Wenn sich auf einmal so ein Creeper vor dir hochbohrt. Alter. Hör auf damit. So, hier können wir uns mal gerade reinbohren, weil... Ey, Alter, wenn das jetzt nicht aufhört mit diesen verdammten Geräuschen über mir. Kriege ich echt noch einen Nervenzusammenbruch. Ach, guck mal. Uns schon wieder irgendwo durchgebuddelt. Gut, hier sieht es ganz okay aus. Zunächst. Doch auf den zweiten Blick wusste ich, ich belog mich selbst. Ist auch alles so eng hier, ne? Da kannst du ja echt... Ach verdammt, wir konnten die ganze Kohle nicht mitschleppen. Seisendreck. Hier kann ja nichts durchkommen, ne? Das ist ja schon mal ganz praktisch. Stell ich mich mal gerade hier hin. Und schau mal, ja, was bin ich denn mit dem Hühnerei? Oh, verrottetes Fleisch braucht auch kein Mensch. Ja, wenn ich jetzt hier drüber laufe, nimmt das eh wieder mit. Fuck. Hau ich's mal dahin. Das braucht kein Mensch, das braucht kein Mensch. Und ich drehe meinen Rücken ungerne so nach hinten. Faden nehmen wir mal, nee, lassen wir da, komm. Feuerstein, ja, leck mich doch. Schmeißen wir auch mal da hin und dann ansonsten haben wir jetzt erstmal wieder genug Platz. Das heißt, wir schnappen uns gerade mal schnell die Kohle. Und gehen dann wo weiter? Da hinten, würde ich sagen. Dass wir erstmal auf einer Ebene quasi alles ausleuchten. Und dann besprechen wir weiteres Vorgehen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich selbst noch nicht so genau. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn bei Höhlenforschung vorgeht. Also ob ihr euch das so richtig ausschildert und alles und ob ihr euch so richtig die Höhlen quasi ausbaut. Oder ob ihr einfach nur drauf losstürmt und, keine Ahnung, Rohstoffe sammelt. So wie wir hier im Let's Play, wir machen ja auch im Grunde genommen keine Planungen oder sowas. Wir hauen da einfach durch und wie eben jetzt spontan einfach eine Höhle gesucht, reingegangen. Und endlich mal das Diamantenglück gesucht. Auch wenn ich derzeit wenig Hoffnung habe, dass wir das hier finden werden, weil wir sind einfach noch zu weit oben. Ha, ha. Penner. Daneben, daneben, tot. So, hier geht's links, rechts. Ganz toll. Ach, was willst du denn? Pimmelgesicht, Pimmelgesicht, Pimmelgesicht. Na, hängen wir in der Stange fest. Handshot. Alter, ich sehe schon wieder Dinge, wo überhaupt keine sind. Ach, du liebe Zeit.
Na, ganz toll, da ist der Spinnenspawner. Was ist das denn hier jetzt schon wieder, ey, blockiert? Verdammt, da müssen wir doch da hinten runter. Ich habe gar keinen Bock eigentlich drauf. Ach, na, Kollege? Da hängen auch Spinnen unten, ne? Ah, die schafft's nach oben, die alte Drecksau. Ich pack's nicht. Au! Mieses Vieh! Okay, wir trinken mal einen Heiltrank. Yeah! Na, jetzt lass dich doch mal töten! Dummes Vieh! Leck mich doch, ich hab doch einen Bogen. Haha. Du nicht. Hä? Was war das denn? Alter. Mieses Mistvieh. Was willst du jetzt? Also von hier aus können wir vielleicht das Ding kaputt schlagen. Ja, sehr schön. Ja, komm zu mir. Liebe Experience. Na, du Mistvieh. Was ist das denn jetzt gewesen? Long Range Shot oder was? Okay, Heiltrank. Oder braucht man einen Heiltrank? Ne, wir fressen jemand Brot und warten, bis wir wieder aufgeladen sind. Ich glaube, das ist gescheiter. Wieder jetzt irgendwie das ganze Brot zu verbrauchen. Ich möchte aber gerne hier unten weitergehen. Dafür nutze ich jetzt einfach mal das Diamantenschwert. Auch wenn sich da wahrscheinlich einige jetzt über den Kopf zusammenhauen werden und werden sagen, nein, warum, warum? Deshalb eine Kiste. Keine Diamanten, aber Gold. Kürbiskerne kannst du behalten. Redstone, ja, oh, kannst du dir auch sonst wohin schieben. Ich weiß auch, es gibt immer Leute, die sagen immer, ja, ich habe in so Kisten das gefunden und ich habe das gefunden und ich bin ja so ein toller Hengst und ich habe das gefunden. Ich finde da nie was drin. Keine Ahnung. So, ich packe da mal allen möglichen Krempel rein, den wir jetzt nicht brauchen. Schau mich zwischendrin immer mal um, weil da hinten ist nämlich noch ziemlich dunkel. Apfel, ja. Pilze. Brauchen zum Beispiel auch kein Mensch. Rottenfleisch auch nicht. Zäune auch nicht. Kann man auch hier lassen. Schienen sowieso brauchen wir auch nicht. Und dann können wir nämlich... Wegen was habe ich das jetzt da hingeschmissen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Egal. Komm, machen wir gleich mal ein paar Fackeln. Wir brauchen sie ja scheinbar eh. Gehen wir mal hier lang weiter. Hier sieht es nicht so verwinkelt aus. Ah, von wegen. Huh. Na? Zombie-Mama. Au, das war unfair, mein Freund. Das war unfair. Ich will das nicht mitnehmen. Ach, Mensch. Lass das da, brauchst du nicht. Alter Schwede. Jetzt kommen wir so langsam wieder in die Gefilde, wo es weniger minig ist, sag ich mal. Alter. Die haben so einen übertriebenen Aim, sag ich mal. Das ist ja schlimmer wie bei Battlefield. Ein Creeper. Hab dich gesehen. Und Spider-Man ist auch da. Und der Creeper-Man ist auch da. Bäm. Mann, wie der immer hinter mir am Zischen ist, wenn ich hier am Creeper schlagen bin. Das ist ja unglaublich. Da denkst du immer, mordsmäßig kommt was von hinten. Und will dir die Poperze sprengen, aber Gott sei Dank ist das Gott sei Dank nicht immer so. Gott sei Dank. Wenn ich es noch einmal Gott sei Dank sage, werde ich bekloppt im Kopf. So, gehen wir mal hier weiter. Da kann was kommen, da kann was kommen. Sind ja gute Aussichten. Und ich höre schon wieder ein Skelett. Ach, und hier geht's gerade wieder weiter mit den Dingern, oder was? Ach, du liebe Zeit, was war das denn da unten? Na? Ist das, wonach es aussieht? Ich leuchte ja gerade noch mal ein bisschen aus. Ist das da unten das, wonach es aussieht? Nein!
Ach, wie geil ist das denn?